So, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Winkeltje. Und ja, wir haben ein kleines Problem. Ich hatte beim letzten Mal anscheinend mit dem Speichern Probleme, denn der goldene Weizen ist nicht da. Ich habe dieses Ding jetzt, ich kann es hier nicht hinstellen. Ich hatte hier auch tatsächlich so ein paar Sachen, die ich hätte ernten müssen oder die ich geerntet hatte, die dann nicht geerntet wurden. Und ja, jetzt, das ist blöd, aber das ist jetzt so. Aber keine Sorge. Das ist nicht viel gewesen und ja, wir machen jetzt erstmal schnell weiter und gucken dann, dass wir vielleicht in dieser Folge oder so den goldenen Weizen bekommen. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. So, müssen wir mal ganz kurz hier Überblick verschaffen. Was haben wir? Was haben wir? Das haben wir. Davon haben wir sechs, davon haben wir drei. Ja, guck mal, ist auch alles da, alles picobello. Gut, okay, da ist alles da. Das habe ich. Oh, oh. So, okay. Oh. gucken wir mal, wie es hier aussieht. Habe ich. Gut. Habe ich. Habi. Gut. Einmal hier schnell. Wupp. Ja. Das hatte ich nämlich, nachdem ich die letzte Folge aufgezeichnet hatte und feststellen musste, dass da ein Speicherproblem war, hatte ich zumindest das meiste einmal schnell reproduziert, dass wir das jetzt nicht nochmal machen müssen. Hier kommt für Taser der Hahn. Oh, Banditen. Es gab eine Meldung über Banditen. Dies könnte auch die Händler beeinträchtigen. Oh, kommen heute keine Händler, ja? Ja, müssen wir gucken. Aber wir haben ja alles da. Das sollte gar kein Problem darstellen. Hier ist alles voll. Alles ist voll. Okay, gut. Dann können wir in aller Ruhe gucken. Draußen müsste ja auch eigentlich alles voll sein, ne? Ja, okay. Alles gut, alles voll, alles super. Dann schauen wir doch mal, dass hier anständig Zeugs ist und so. Da kommt auch ein Händler. Mal kurz gucken. Hier wurde schon in die Regale gegriffen, habe ich gerade gehört. Da, seht ihr? Oh, hier schnell einmal zack, so. Jetzt schnell zum Händler sprinten. Vorbeigehen, das hier noch. Zack. So, was hat der Händler denn? Ich brauche auf jeden Fall Lavendelsamen, aber ich brauche guten Lavendelsamen, nicht hier so ein Scheiß. Alraune, wie viel habe ich davon noch? Da könnte man was mitnehmen. Oh, so. Boah, das ist ja krasser Spargelsamen. Nehme ich mal allen mit, den er hat. Die Bohnen kann man eigentlich auch mitnehmen. Ne? Ich wollte ja mein Gemüse generell mal aufwerten. So. Haferschleim hier bitte. Zack, ciao. Zack, 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 zack. Noch ein Händler. Und wegen des beeinträchtigt die Händler. Hier ist noch was, hier fehlt was, hier fehlt was. Schnell zum Händler. Guten Tag. So, mein Freund, was hast denn du am Start? Er hat nur Fertigware. Nee, da ist Wolle. Wie viel Wolle habe ich hier? Ja, die bräuchte ich auch, wenn es keine gute ist. Und auch relativ teuer. Ich glaube gar nicht. Ich glaube, ich will gar nicht so viel bei ihm kaufen. Ein bisschen Torf noch. Käse brauche ich, aber Käse ist nicht im Angebot. Das ist kein Angebotskäse, ist blöder Käse. Dann lasse ich es erstmal. Äpfel habe ich gar keine. Äpfel muss ich kaufen, aber die sind teuer. Nehme ich nur so 6 Stück. Fleisch habe ich noch, wäre mir auch zu teuer jetzt. Blumenkohl habe ich selber. Boah, der hat aber viel am Start. Ah, Moment. Ich habe den Tresen angeklickt und nicht den Händler. So, jetzt ist das schon mal ein realistischeres Maß. Ich bin schon gefragt. Was war denn da los? So, ja. Der hat jetzt nicht so die. Ah, dafür hat er aber Angebotskäse. Das ist doch. Das freut den Exi. Hat der wieder Käse. So. So krasse Handschuhe. Guter Leinen sogar. Den nehmen wir auch komplett mit. Zack. Und auch gute Alraune. Nehmen wir auch mit. So,
irgendwas, was wir gebrauchen können? Torf. Torf brauchen wir auf jeden Fall. Und der hier ist günstig. Und Holz. Holz brauchen wir auch. Lassen wir mal ein bisschen Geld bei dem guten Mann. Ja. Piu. So, ab geht's. Tschu, tschu. Ninja. Hier ist alles voll. Da noch was hin. Hier nochmal hinreden. Noch ein Händler. Das ist ja krass. Was ist denn heute los? So, was hast du noch zu bieten? Oh, der hat krass gute Artischocken zu bieten. Davon nehme ich welche mit. Ich weiß gar nicht, habe ich zwei Artischockenfelder? Ich glaube schon, nehme ich direkt 8 mit. Moment mal. Das ist ja viel besser hier. Dann nehme ich direkt von 8 mit. Oh, der hat auch gutes Fleisch zu bieten, das ist gut. Zack, so. Zack, bitteschön. Durchgehen. Alles mal so ein bisschen verteilen. Wir zahlen nur noch und gehen, ne? Das dürfte es gewesen sein. Oder streunt hier irgendwer noch im Geschäft rum? Ich glaube nicht. Gut. Dann müssen wir jetzt gleich gucken, dass wir anständig nachfüllen. Wir haben jetzt auf jeden Fall reichlich verkauft. Ich kann auch stellenweise nichts nachfüllen hier. Wieso kann ich keine Äpfel? Habe ich jetzt keine Äpfel? Ne, waren zu teuer tatsächlich. Muss ich über den Tresen Äpfel bestellen. Nützt nichts, muss man durch. Muss man 5 Stück mitnehmen. Muss man ja da haben. So, sind halt teure Äpfel. Da ist Haferschleim noch, da ist alles voll, da ist auch voll. Gucken, wo noch was muss. Hier ist auch voll. Kleidung ist voll. Das ist voll. Das Regal ist voll. Hier konnte ich irgendwas nicht nachfüllen. Das konnte ich hier nicht nachfüllen. Normales Brot. Und was war hier? Äpfel kann ich jetzt nachfüllen. So, so. Mehl. Okay, eigentlich nur Brot. Okay. Gut, dann müssen wir mal schauen, dass wir hier ein bisschen bewässern. Übersehen. So, okay, ich habe 2 Artischockenfelder, das heißt, ich kann hier auch die besseren Artischocken pflanzen. Okay, gut, nice. Das war richtig gut, weil das so noch graue. So, da muss ich gucken wegen der Kamille. Mal ernten. Ach ne, da habe ich schon die bessere. Okay, gut, ja, dann kommt die da wieder rein. Okay, ist hier auch. Ich kann das immer nur sehen, wenn ich sie ernte. Ja, hier ist auch die bessere Kamille drin. Okay. Gut, die Bohnen, die sind hier wahrscheinlich. Die kann ich noch nicht abernten. Zack, Lavendel habe ich noch nicht, aber kommt da wieder hin. So lange muss das Feld halt ein bisschen brach liegen. Also jetzt bin ich gleich überladen, ne? Ja. Aber nur fast. So, jetzt habe ich aber das Weizenpodest wieder. Kann ich mir jetzt wieder hinstellen. Schusch, bevor es jetzt wieder verschwindet. War das bei Kaufen? Dekoration? Da. Das Weizenpodest. Moment, ich muss ein bisschen weiter in die Ecke stellen. So ist das. Feini, feini. Okay, kann man hier noch? Ah, schön, 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 schön. Da vielleicht auch noch? Was ist das da? Aber das passt nur hier, ne? Das kann nicht, ja, das kann nicht da connecten. Schade, sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade.
irgendwo anders das hübsch machen? Also am liebsten wäre mir hier zum Beispiel. Aber da geht's. Da geht's auch nicht, weil da ist besetzt. Das ist schade. Scheiße mit der Scheiße. Ne, dann nicht. Dann können wir das hier weiter zumachen. So, schöne Wand. Zack, einmal hier noch an die Wand. Da geht auch nicht. Und wegen der Tür wahrscheinlich, ne? Okay. Gut. Nun gut, nun gut. Was wollte ich denn jetzt machen? Ganz vergessen. Ich wollte kurz mal checken, was jetzt Sache ist. Achso, was ist jetzt? Das habe ich noch. Haferschleim habe ich keinen mehr. Wurde tatsächlich jetzt gekauft ein paar Mal. Nun wieder. Brot habe ich auch keins mehr. Mache ich 4 Stück. So, das war es an Getreide schon. Ich habe echt kein Getreide mehr im Haus. Also ich habe noch welches hier in den Regalen stehen und so, aber ist auch nichts erntereif tatsächlich. Ist keine gute Getreidesaison jetzt im Winter. Naja, gut. Okay, dann ist das so. Dann müssen wir gucken, was wir noch so machen ohne Getreide. Das hier habe ich noch. Eine Quiche. Davon habe ich noch 2 Stück. Das ist ganz gut. Die kann ich nämlich nicht machen. Einen schönen Fleischeintopf können wir noch machen. Zack, so, machen wir mal 2. Nur das Beste für den Eintopf. Marmelade noch. Leckeren Braten. Ne, davon habe ich noch genug. Das kann ich nicht machen. Okay. So, schauen wir hier. Hemd habe ich reichlich. Klöppel habe ich auch. Habe ich auch. So, das habe ich. Davon muss ich was machen. So. Und, davon mache ich 1 erstmal. Ich brauche die Wolle, glaube ich, noch. So, was haben wir noch? Handschuhe haben wir reichlich. Stiefel haben wir, haben wir, haben wir. Dann brauche ich es nicht übertreiben. Dann passt das doch. Und zack, next. Das haben wir alles. Da, gut. Ja, schön. Dann können wir direkt wieder aufmachen. Mal kurz gucken, ob ich irgendwo was nachfüllen muss. Nö. Dann. Ach, schöner Laden geworden, oder? Richtig, richtig nice. Kleiner, hübscher Laden. Das heißt klein, ist ziemlich groß geworden. Schwierig ist tatsächlich jetzt hier durch die Gegend zu rennen und alles im Blick zu behalten zum Nachfüllen. Da ist schon was weg gewesen. Da ist nochmal was weg gewesen. Ich höre hier nur, irgendwo stecken sie sich Sachen ein hier. Oh, da möchte jemand Alraune. Bitteschön, Händler ist da. Was hast du denn, du lieber Händler? Hast du was Feines für mich? Artischockensaat habe ich jetzt genug. Legendary Getreide. Ich bin mir nicht sicher. Ich nehme mal 4 Stück mit. Ah, nee. Oh, nee, brauche ich nicht. Das ist gar keine Saat. Ich dachte, das wäre Saat. Fleisch habe ich. Habe ich noch Seide? Seide brauche ich echt überhaupt nicht im Augenblick, ne? Ne, den kann ich einfach abweisen. Auch nichts von dem. Einmal kurz hier im Außenbereich nachwühlen. So. Da sehe ich doch was. Super schnelles Ninja nachfüllen. So, was hast denn du? Äpfel hat er. Das ist gut. Ich brauche sie. So, die sind mir zu
guten sind mir zu teuer. Ich nehme einfach die Fassäpfel, die ekligen. So. Hast du was, was ich brauche? Nee, Salbei habe ich wirklich tonnenweise da. Da war es ja schon. Ciao. Schnell wieder befüllen, 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 befüllen. So. Charge! Piu, 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 piu. Hey. Ah, ich habe kein Getreide mehr. Okay. Das sind die letzten Reserven da. So, was wird da noch gebraucht? Wupp. Ich glaube, den schaffe ich nicht mehr nachzufüllen, oder? Not sure. Nee, schade. Ich dachte, das könnte ich jetzt Regal nachfüllen, aber... War ich auch unüberlegt, ne? Warum habe ich es nicht einfach nur verkauft? Ah, wurde doch gekauft, okay. So, mal kurz mal hier Befüllung gucken. Haben wir da wieder ein paar Kröten verdient hier. Ja, das sieht doch alles ganz gut aus. Zack. So. Jetzt müssen wir unser Zeugs aber alles gießtüdeln. Gut, kann ich hier schon die Dings ernten? Nee, kann ich noch nicht. Aber das Getreide kann ich jetzt abernten. Das ist schon mal gut. Ja, da habe ich besseres Getreide jetzt gekauft. Das ist schon mal ganz gut. Okay. So. So, dann kann ich jetzt mal kurz gucken. Die Getreidesaat löschen bitte. Ne, das ist Kamille. Ups. Einmal hier beim Saatgut gucken. Dankeschön. So, die Getreidesaat löschen. Löschen. Dankeschön. Das kann auch weg. Achso. So. Schwupps. So. Von der Kamille habe ich, glaube ich, auch zu viel einfach, ne? Oh ja, hier ist nochmal Kamille. Dann kann ich das auch löschen. Okay, gut, dann kann die hier weg und die auch tatsächlich, ne? Ja. Mal wieder einen Platz im Inventar schaffen hier. So, die Bohnen und die Artischocken tausche ich dann gleich aus. Brauchen wir Spargel? Habe ich Spargel? Habe eigentlich Spargel, aber... Oh, Spargel. Da muss ich mal gucken, dass ich mal vernünftiges Saatgut kriege. Kommt ja wirklich nur Käse, warum? Da muss ich nochmal nachgießen. Hm. So, dann kann ich auch das Getreide hier einmal befüllen. Danke. Hier ist auch alles sauber befüllt. Sehr schön. So, ach, wir können ja mal nach dem Auftrag gucken. Ich denke da nie dran. Das ist das Gemüsesuppe Level 3, alles andere Level 2. Quiche, Haferschleim und Braten. Was haben wir denn hier? Braten könnte ich schaffen. Haferschleim wohl auch. Habe ich die Quiche? Was haben wir denn? Nehmen wir das hier mal. Mhm. Habe ich auch Level 2 auf jeden Fall.
Haferschleim wird auch mindestens Level 2. Der Braten, der könnte mir das Genick brechen. Muss ich mal gucken, dass ich hier die Zutaten verbessere, dann sind die Wahrscheinlichkeit noch hoch. Boah, trotz guter Wahrscheinlichkeit. Nur Level 1 Braten, aber davon habe ich 2 Stück. Reichen die? Wie viel wollt ihr haben für die Quest? Acht. Okay, das... Puh. Das ist eine geile Quest, aber dafür habe ich eigentlich nicht die Power. Das Einzige, was mir da fehlt, ist halt der blöde Braten, ne? Naja, okay. Ob ich die nehme oder nicht, seht ihr beim nächsten Mal. Ich sage danke fürs Zusehen und tschüss. Bis dann.